Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video und heute haben wir die nächste Squad Building Challenge am Start. Heute geht's weiter mit Grundlagen Zavo und dafür kriegen wir ein Premium Leihprofi Pack, also jetzt auch nichts Besonderes. Die Einzelpacks sind ein Jumbo Bronze Pack, ein Premium Bronze Pack, ein Premium Bronze Pack und ein Premium Silber Pack. Also wir kriegen ein paar Untrade Bronze- und Silberspieler wieder in den Verein, das ist ganz gut, vor allem halt eben für die anderen Grundlagen-SBCs logischerweise. Aber das ist halt auch wieder nichts Besonderes, hier kann man natürlich festhalten. Für die erste SBC dürfen wir mindestens 2 Profis reinstellen, also wir brauchen 2 Spieler und dürfen maximal 2 Spieler, wir dürfen maximal Spieler nehmen, die unter 80 bewertet sind, ne? Also kein 80-Plus-Spieler. Wo ich mich frage, wer haut hier 80-Plus-Spieler rein, aber das ist eine andere Geschichte. Ja genau, also wir hauen hier einfach 2 random Bronze-Spieler rein. Es ist komplett egal, auf welcher Position die stehen und von wo die kommen. In dem Fall, dementsprechend können wir die ganz einfach abschicken und haben damit die 80er-Rated-Challenge da mit abgeschlossen, beziehungsweise die, wo wir halt keine 80-Plus-Spieler reintauschen sollen. Tauschen ist ein gutes Stichwort, toller Tausch heißt die nächste SBC. Dort brauchen wir ja auch wieder 2 Bronzespieler und ja, maximal einer davon darf selten sein. Wir haben uns für 2 Non-Rare-Torhüter entschieden, die wir reingestellt haben. Auch hier Nation, Chemie, Position, alles drum und dran, komplett egal. Einfach nur reinballern und austauschen gegen ein weiteres Premium-Bronze-Pack. Landesruhm, hier wird es das erste Mal ein bisschen komplexer, denn wir brauchen mindestens 2 ja, Non-Rare-Profis, genau von der gleichen Nation. Also alle 3 Spieler müssen von der gleichen Nation sein. Wir müssen hier 3 Spieler abgeben und alle 3 aus demselben Land kommend. In dem Fall habe ich mich für England entschieden, weil ich halt eben genau 3 Bronze-Engländer im Verein hatte. Und einer davon ist Rare, das heißt die anderen beiden sind Non-Rare. Das heißt, da hat es auch ganz genau gepasst, dass ich mindestens 2 Non-Rare-Spieler habe. Darauf muss man hier so ein bisschen achten halt, dass man eben 3 Spieler aus der gleichen Nation nimmt. In meinem Fall Oshi, Laia, Godfrey und Maiten, alle 3 aus England, alle 3 wandern hier in die SBC. Aber nochmal, auch hier war die Chemie komplett egal, die Positionen waren komplett egal, wir brauchten einfach nur 3 Spieler aus der gleichen Nationalität. Alle gemeinsam heißt die letzte SBC und hier wird es auch ein bisschen komplexer. Wir müssen wir dürfen maximal 2 seltene Spieler reinpacken, ein Maximalrating von 90, alles klar. Und ansonsten brauchen wir, das ist die einzige wirkliche Anforderung, auf die man achten muss, genau 4 Spieler aus dem gleichen Land. Das heißt, das gleiche, was wir eben hatten, nochmal einen Spieler mehr nur. Eben 4 Spieler aus der gleichen Nation. In dem Fall habe ich mich, weil ich auch als Startnation Deutschland gewählt habe, mich für Deutschland entschieden. Gulke, Tobi Eisenhut, Rebiger und Ibrahimovic haben wir hier reingeballert. 4 deutsche Spieler. Ja, und dementsprechend hauen wir die hier auch rein, schicken die ab und kriegen dafür unser Silberpack und natürlich auch ganz, ganz wichtig, das Premium Leihprofi Belohnungspack. Ganz wichtig. Natürlich nicht, aber wir werden es natürlich trotzdem mit öffnen. Ich öffne das aber auch zuerst, weil ganz im Ernst, es ist mir komplett egal, was da drin ist. Jetfighter Tor Sounds, coole Kiste. Ist ja eh alles Untrade, soweit ich weiß. Aber wir haben sogar einen, ja okay, Azura, das werde ich eh nicht benutzen. Wir haben sogar einen ja, Goldspieler gezogen mit Arkadio Schmielik. Das nehmen wir natürlich ganz gerne mit. Das ist ganz cool. Und ansonsten gehen wir jetzt hier rein in die Bronze- und Silberpacks, würde ich sagen. Starten wir rein mit einem Non-Rare Jin Seung-Uk. Im ersten Pack, das nehmen wir ganz gerne mit. Ich glaube, wir hatten ja letztes Video schon einen Koreaner gezogen und wenn wir jetzt in den nächsten Grundlagen-SBCs ein paar Chemiepunkte brauchen, ist das eben ganz gut, wenn wir da halt Spieler aus den gleichen Nationen haben, logischerweise. Ja, das möchte ich schnell verkaufen. Und dann machen wir auch weiter mit dem nächsten Bronze-Pack. Hatten wir jetzt übrigens die ersten Duplikate schon gehabt. Sandberg haben wir hier am Start. Norwegischer Torhüter. Wilson, Kang-Yo-Hoon und ja, Stuttgart 2 Wappen, ansonsten auch wieder hier ein Duplikat und wieder 100 Münzen, let's go. Wie schon im letzten Video machen wir 100 Münzen Gewinn mit den ganzen Spielern hier, also wir holen 100 Münzen raus, das ist ganz schön. Wir öffnen jetzt das Jumbo-Bronze-Pack als nächstes, kriegen da Yu Han Chao, ja, chinesischer LM, nehmen wir auch mit. Ich glaube, China haben wir bis jetzt noch nicht gezogen, deswegen bringt mir das nicht so viel, aber wir haben auf jeden Fall ein paar andere Spieler hier noch mit drin, logischerweise. Schönes großes Pack mit einigen Spielern, das lohnt sich dann auf jeden Fall. St. Pauli Stadion-Thema auch noch am Start zur Not. Hertha Choreo, ja, interessant auf jeden Fall, würde ich sagen, aber wir nehmen es auf jeden Fall mit. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein ins letzte Pack, Premium Silber Pack. Mal schauen, was wir hier kriegen. Wir kriegen sogar einen seltenen, in dem Fall Diaz mit einer 66.
Ist jetzt nicht das höchste Rating, aber wir nehmen es natürlich mit. Thiago Diaz, also einmal Diaz mit Z und einmal Thiago Diaz mit S hinten. Ja, Stroud dann noch als Linksverteidiger und ja, im Endeffekt nichts Besonderes weiter. Aber ist in Ordnung, man darf hier nicht so viel erwarten. Es geht ja einfach nur darum, die Grundlagen der SBCs zu lernen und seinen Verein ein bisschen aufzufüllen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr hattet. Lasst mir auch gerne ein Like da, das würde mich extrem freuen. Und ich würde sagen, ihr könnt auch ein Abo da lassen. Es geht weiter mit FC25-Content die nächsten Tage. Ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein und ciao.